Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und im letzten Teil haben wir einen britischen Major aus seinem Landhaus, in Anführungszeichen, besucht und verhört. Wir haben herausgefunden, dass die Organisation Thor's Hammer ein Schiff gemietet oder gechartert hatte, das für sie einige wichtige Rohstoffe transportieren sollte. Dieses Schiff wurde allerdings von einem deutschen U-Boot versenkt. Außerdem haben wir noch eine Nachricht bekommen, die verschlüsselt war, die wir nicht entschlüsseln konnten. Aber Major Newhouse hat uns gesagt, dass er einen Agenten der Briten kennt, der das Ding wohl entschlüsselt könnte. Ich guck mal gerade, ja, hier gibt es nichts mehr zu tun. Verlassen wir die Kiste mal noch nicht. Moment, ich gehe mal gerade ins Hauptquartier. Sicher? Ja. Und dann können wir mal kurz schauen. Hier ist nämlich, ja, hier ist nichts. Okay. Dann werde ich das Spiel nochmal speichern an der Stelle. Ich habe nämlich nach dem letzten Part kein Save Game gemacht. Das wäre dann Nummer 37 schon, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. So, und es blinkt auf England und Wales. Lasst mich aber mal ganz kurz noch in Brandenburg gucken. Da habe ich nämlich gar keine Zufallsbegegnung gemacht. Da machen wir nämlich jetzt mal gerade eine. Ich hatte im letzten Part ja gesagt, dass ich keine mehr machen werde. Oder sobald mal keine machen werde. Das war nur eine Frage der Zeit. Aber das mit Brandenburg, das hatte mich gefuchst, denn Brandenburg war vorhin weg und da konnte ich dann gar keine mehr machen. Das war ein bisschen ärgerlich. Günner, lauf du doch mal. Warte, erst einmal gerade alle auswählen und bitte alle rennen. Und Günner, du läufst mal gerade hier hin. Wird gemacht! Warum siehst du den Typen jetzt nicht mehr? Zu Befehl. Ah, wir sind Zivilist, okay. Sag bloß. Soldat, das ist zu einfach. Da ist einer, okay. Dann machen wir mal Folgendes. Klaus. Wie viel Prozent hast du denn auf den? 65? Das probieren wir direkt. Die sind außer Gefecht. No. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Beende die Runde mal direkt. Du bleibst besser da drin, Junge. Das ist auch ein Zivilist. Lass das Tor zu. Lass das Tor zu. Jetzt bin ich noch gefährlicher. AP-Reduktion und VP-Reduktion. Ach du meine Güte. Okay, Kam kriegt einen Treffer, weil der Typ da aufgetaucht ist. Das ist kein echter Soldat. Die haben Kam immer noch nicht entdeckt. Jetzt hat er sie entdeckt. Oh, fuck. Da ist ja noch einer mehr. Kam, die schießt auf den. Gut, okay, da hat sich der Interrupt gelohnt. Ah, das war gar nicht mehr der Interrupt. Ah, ich habe einen Interrupt gekriegt und dann hat er einen Interrupt gekriegt. Okay, alles klar, jetzt verstehe ich. Schieß mal auf den. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Er hat sich vorzeitig ergossen. Fein. Rocco. Wer hat alle diese Gäste eingeladen? Ich weiß es auch nicht. Das ist aber... schwacher Schuss. Wird gemacht. Gary, lauf mal hier hin. Schöner Treffer. Wenn ich so könnte es sein, dass ich Kam treffe. Das wäre nicht so gut, ne? Schade.
Okay, Günner, rette den Tag. Ich hab gesagt, rette den Tag. Oh, das haut nicht mehr hin. 23. 38. Och Mann, ey. Jawohl. Ja, das war meiner. Das war in der Tat deiner. Das ist nur 12. Verletzt, schwer verletzt, verletzt. Haben wir irgendeine Billigheimer-Granate, die wir werfen können? Eigentlich nicht, ne? Es ist eigentlich alles viel zu schade. 25, 20, 35, 43. Ach, schieß mal auf den. Was ist denn los mit dir? Hock dich mal hin. Er hat die Tür aufgemacht. Und der Zivilist schnüffelt an Klaus Hintern. Hihi, Edge Badge, nix getroffen, Schnaps gesoffen. Ups. Soldat, das ist zu einfach. Warum krieg ich jetzt einen Interrupt? Ist egal, komm, lauf vor, Günner. Immer vorwärts. Ui, ui. Schwer verletzt ist er. Warte mal, erstmal Klausi, schau mal gerade. Du kannst doch auf den Typen schießen. Boah. Wow, das war echt gierig. Das war auch gierig. Verdammte Mistkerl! Hat Glück! Verbirg dich. Oder verberg. Verberg dich. Sich verbergen. Ich verberge mich. Verberge dich. Approbazione. Aber in die Hocke, Kinder. Gary. Muss man gerade hier den Klaus verarzten? Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Oh, ich sehe eine Steigerung. Ja, tust du das? So, dann gucken wir mal, ob er sich nochmal nach vorne traut. Der Feind kann mich sehen. Oh, du Dödel! Du bist ja echt eine Pappnase. Jetzt muss ich noch aufstehen, weil ich sonst den Zivilisten erschossen hätte. Ah, das ist ja auch ein Ding, ne? Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Ich glaube, Gary, du hast das eigentlich ganz gut gemacht. So, dann verarzt nochmal schnell die Kam. Günner, lauf mal hier hin. Ich glaube, da haben wir alles, ne? Das war nur so eine kurze Begegnung hier. Oh, ein Webley Scott Revolver. Ich glaube, den habe ich vorhin liegen lassen. Oder hatte ich den mitgenommen? Ja, ich glaube, den hatte ich liegen lassen. Oh, der ist halt auch so geil. 36, 44. Das ist halt echt ein krasses Teil. Stan Mark 5. Eine Mark 5 habe ich noch nicht. 25, 28. 10, 11, 18. 9 mm Parabellum. Echt auch? Ah, okay. Ja. Übrigens, der Nachbau, ne, von der Suomi, dieser russische Nachbau, die PP Shah, über die ich schon ein paar Mal gesprochen habe, das war übrigens auch bei deutschen Soldaten eine sehr, sehr beliebte Beutewaffe, weil man die nämlich auch relativ leicht mit den üblichen Parabellum
geschossen, also den 9mm Parabellum geschossen, benutzen konnte. Dazu musste einfach nur der Lauf der Waffe ausgetauscht werden. Das war relativ easy. Das war auch ein Grund, warum die sehr beliebt war. Da ist nochmal ein M3-Messer dabei. Das waren dann aber schon recht gute Soldaten, wenn ich mir das jetzt mal gerade so angucke. Ja, jetzt muss ich mir gerade überlegen. 10, 11, 18. Die hatten eine Zielschussfunktion. 10, 11, 18. Und bei Rocco 10, 11, 20. 25, 29. 25, 28. 32 Ladestreifen, Reichweite 24, Reichweite 27. Naja, da ist die Suomi dann besser. Aber trotzdem, wir nehmen so eine Sten mal als Beute mit. Okay. So, dann dürft ihr jetzt alle nochmal nachladen. Und schauen wir nochmal kurz. Ah, du kannst noch nicht nachladen, weil dir noch irgendwie Aktionspunkte fehlen. Mal schnell nochmal durch. Okay. Schön, dann verlassen wir das Gebiet hier mal gerade. Oh, Gary kriegt einen Kriegsverdienstkreuz erster Klasse mit Schwertern. Kenko übrigens auch, Karm auch. Nice, wow. Dann laufen wir mal hier noch zu dieser Zufallsbegegnung. Machen wir heute nochmal ein paar Zufallsbegegnungen. Das ist eine ziemlich große Zufallsbegegnung. Wow. Bueno, ich habe mich verbessert. Diese Häuser hier sehen mir alle eigentlich eher zivil aus. Gibt's ein Haus, das nicht ganz so zivil aussieht wie die anderen? Das hier sieht nicht ganz so zivil aus. So dunkel, da kann ich nicht sehen, ob da irgendwas von Interesse auf dem Speicher ist. Aber es ist auf jeden Fall das größte Haus. Vielleicht gucken wir uns das mal an, hä? Sicher? Die Situation erfordert schnelles Handeln. Wir laufen mal normal, wir wollen ja hier nicht so rumpoltern. Wir halten nochmal hier die... Okay, jetzt wollen wir poltern. Wir halten nochmal so die anderen Häuser ein bisschen im Auge. Aha. Da haben wir es doch. Hat er eine Granate in der Hand oder ein Messer? Ich muss das Spiel ein bisschen heller machen. Ich sehe sonst zu wenig. Sieht nach einer Granate aus. Das wäre natürlich nicht so geil, ne? Klaus. Aber wir können die Fenster nicht, nicht von außen öffnen. Gary, du hast ihn ziemlich gut im Visier. Der Feind hat mich entdeckt. Oh ne, da ist noch einer. Direkt oben drüber. Fuck. Okay, Gary, weißt du was? Günner, pump da mal eine Salve oben rein. Oh ja, der ist schon kritisch. Geil. Gut, gut, gut. Kenko. Gary, laufen wir mal einen Schritt zurück. So, dann kann der Kenko nämlich sehen, wo er da hinschießen muss. Besser etwas riskieren und siegen. Oh, da steht hier noch einer. Ach du meine Fresse. Den kann der Klaus jetzt sehen. Okay, ich schieß gerne auf den, ja. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Shit.
Charm. Kannst du den erwischen? Bueno, ich habe mich verbessert. Okay. Gary, kannst du den... Du könntest den erwischen, ja. Nicht zu glauben. Ja, in der Tat. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch, weil hier irgendwelches Gekrümels auf dem Boden rumfliegt. Und er kriegt einen Interrupt. Okay, das war nicht so gut. Hast du noch einen Zielschuss mit der Walter? Nee, schade. Il nemico, das wird eine gute Übung. Wir laufen einen Schritt nach vorne, denn der Onkel Rocco kann nämlich jetzt da oben auf den Typen schießen. 62%, das klingt doch nicht gut. Fein. Ist gekommen. Schieß mal auf den, 30% ist nicht so schlecht. Hehe, schwer verletzt, okay. Il nemico, das wird ein... Das ist halt das Geniale, aber an diesen fetten MGs, die wir jetzt haben, halt mit Kenko und Günner, also an dem MG34, dass wir damit halt auch so gut die Wände und Türen und Fenster und was weiß ich alles durchschießen können. Und da haben die gegnerischen Soldaten echt nicht so eine gute Chance. Okay, Gary. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Das kann ich nicht machen. Oh, trifft doch wenigstens irgendeinen da drin. Hock dich mal hin. Rocco. Nee, warte mal grad. Günner. Matrix-Style. Okay. Also du hast vorhin auf den Typen da oben geschossen, aber der ist ja jetzt, glaube ich, doch, da ist noch einer oder wieder einer. Oh Gott, der liegt ja auch geil da. Okay, Günner. Schieß mal auf den. Oh, bitter, bitter, bitter. Oh, jetzt fehlen mir aber ein paar Aktionspunkte. Hock dich hin. Klaus, kannst du da... Ja, du könntest, glaube ich, da sogar einen treffen. Als erstes aber mal unsere Freundin, die Karren. Schieß nochmal auf den. Der hat eine Granate. Da will ich doch gerne was gegen tun. Bueno, ich habe mich verbessert. Hör bloß auf, Junge. Untersteh dich, da eine Granate auf mich zu werfen. Sag mal, Karm, du reißt das halbe Haus ab. Oh gut, er wechselt auf das Gewehr. Und er hat auch nicht getroffen. Die werden uns alle töten. Oh ja. Kam, das war sehr, 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 sehr gut. Jetzt lauf mal darüber. Jetzt kann ich hier der Papa Kenko nochmal abwüten. Oder Klaus in dem Falle. Wow. Treffer unversenkt. Bleibt da stehen. Ich nehme den Befehl an. Okay, du hast ein neues Fenster da reingeschossen. Jetzt kann aber Rocco auf ihn schießen, das ist ziemlich cool. Ich bei
Zeiten hat, um besser zu werden. Boah, verdammt, Rocco, ey, du bist mit der Soomi so gut. Oh, ich liebe das. Und er hat eine Vertrautheit von 4, das ist geil. Also es macht natürlich, die Vertrautheit sorgt nicht nur dafür, dass man mehr Schaden macht mit dem Ding, sondern dass man halt auch besser trifft, das ist schon cool. Leider reduziert es, glaube ich, nicht die Aktionspunkte. Oh, er hat sein Gewehr weggeschmissen. Und was macht er jetzt? Er will sich wahrscheinlich ein anderes Gewehr schnappen. Ah, das war ein M1. Oh, ich habe aus Versehen nachgeladen. Ich wollte eigentlich speichern. Egal, mein Fehler. Rocco, aber 2 Schüsse gehen noch. Ey, Rocco, du bist echt saugut mit dem Teil. Du bist echt saugut. Kenko. Sayonara. Ah, da ist noch einer. Ich könnte jetzt mit Günner hier auf die... Ja, ich weiß nicht, soll man das riskieren? Ich glaube jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Du kannst mir gerade gucken, kann der Gary, kann der ganz regulär auf den schießen? Okay, dann Klaus, lauf du mal hier rüber. Und was haben wir hier? Soldat, das ist zu einfach. Perfekt. Perfekt. Hock dich mal hin. Schön. Okay, von dem Haus da steht nicht mehr viel. Komm, versteck dich mal und lauf mal hier vorne zur Tür. Du hast gerade den anderen Typen gesehen, ne? Behalt ihn mal im Auge. Behalt ihn mal im Auge. Bueno, der will's wissen. Ich habe mich verbessert. Der will's echt wissen. Oh, er hat einen. Der hat die Lehren. Oh, nein! Das ist zu einfach. Oh, nein! Ja, Ende der Runde mit 9 Aktionspunkten kann ich jetzt mehr machen. Ah, er hat dich in den Fuß geschossen. Und nochmal. Und nochmal. Eine tiefe Wunde. Scheiße. 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 Der muss geahnt haben, dass ich da ankomme. Okay. Ich kann ihn nicht treffen. Viel Glück, Männer! Gut gemacht, Kaum. Sehr gut gemacht. Klaus. Nimm doch mal hier deine Mauser. Dafür habe ich mich nicht gemacht. Und richte ihn hin. Extrem gut. Wird gemacht. Ein bisschen vor. Gönn mal nochmal die Tür zu. Ah, der hatte auch ein Ohrleck. Der hatte natürlich einen Colt, ne? Ist ja klar, ja. Es langt ja nicht, dass der irgendeine Pistole hat, sondern der muss halt direkt die fetteste Pistole überhaupt haben. Gary, du musst den Günner verarzten. Komm, du versteckst dich nochmal. Schau nochmal da rein. Aber das scheint nichts zu sein. Gut, gut.
Ihr ladet nochmal nach. Ich glaube, das war's schon. Sozusagen. Nur eine kleine Wunde. Die lässt sich schnell verbinden. Aber du blutest ganz gut, ne? Da muss jemand eine Bren dabei gehabt haben. M1 Garand. Da sollten wir gleich mal reingucken. Nimm erstmal das M1 Karabiner mit, Karm. Und dann entlade das mal. Kannst direkt wieder hier wegschmeißen. Da. Tatsache, da war echt eine Granate. Nur eine kleine Wunde. Die lässt sich schnell verbinden. Ja, hoffen wir, dass der Gary das schafft, weil sonst wird's bitter für dich, Günner. Haben wir ein M1 Garand? Schießt mit Springfield-Munition. 16 und 30. 35. 29, 36. Reichweite 45. Werte 44. Aber weißt du was, du kannst es mal behalten. Ach nee, guck mal da, die kann tatsächlich hier rumklettern. Mauser M29, der... Das ist aber ein M1, das unten liegt. Homöostatisches Pulver. Nehmen wir es mal mit. Hier die Enfield-Ladestreifen, die lassen wir mal außen vor. Rocco, lauf du mal hier hin. Tut mir leid, aber ich muss einen anderen Arzt um Rat fragen. Ja, wobei, ich glaube, du hast die Blutung ganz gut schon mal gestillt. Dann nimm doch jetzt mal gerade hier das Verbandszeug und bandagier mich mal. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. So, Rocco, lauf mal hier hin. Was haben wir da noch? Nix. In ein paar Tagen geht es dir wieder blendend. Wir hoffen das mal auf jeden Fall. Gut, lad mal nach. Okidoki. Nachladen. 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 So, und die Luger bitte auch noch nachladen. Ach ja, dann haben wir diese Zufallsbegegnung auch überlebt. Da waren ja recht viele Gegner am Start. Also ich meine, wir könnten jetzt natürlich noch die anderen Gebäude durchkämmen, aber ich glaube, da ist eigentlich nichts. Ich glaube, die anderen sind leer. Ich schaue nochmal kurz. Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Approvazione. Das Haus, da haben wir auch gut zerlegt. Die brauchen jetzt auch noch eine neue Fassade. Sehr geil. Ja, aber das ist halt so mächtig bei den fetten MGs. Übrigens, ja, wir haben ja jetzt hier auch mehr diese Salvenschüsse eingesetzt, aber wir haben auch hin und wieder mal die Zielschüsse eingesetzt. Das ist ganz interessant. Das MG34 hatte nämlich, das kann ich noch kurz sagen, hier unten beim Abzug, das hatte so einen Doppelabzug quasi. Wenn man oben abgezogen hat, wurden Einzelschüsse abgegeben, die auch wirklich sehr, sehr präzise waren.
Also das waren MG mit einer sehr hohen Präzision. Wenn man unten abgezogen hat, konnte Dauerfeuer geschossen werden mit einer sehr hohen Schussrate. Was bei dem MG34 auch übrigens sehr praktisch war, war, dass sich der Lauf relativ leicht wechseln ließ. Es konnte insgesamt auch von einer Person bedient werden. Insofern ist das hier auch nicht unsinnig, dass wir hier diese Zweibein-Version dabei haben. Das ist in der Tat auch die Version, die normalerweise von einer Person bedient wurde. Es war aber auch die Standardbewaffnung bei Panzern zum Beispiel, wo es dann eben parallel zum Hauptgeschütz montiert wurde oder eben so montiert wurde, dass man auch nach oben schießen konnte. Aufgrund dieser hohen Feuerrate, also das MG34 hatte wirklich eine sehr hohe Feuerrate und aufgrund dieser hohen Feuerrate war es auch sehr gut als Flugabwehrwaffe geeignet, wurde auch auf Panzern dazu montiert, als Flugabwehrwaffe gegen Niedrigflieger halt vor allen Dingen. Dafür war es durchaus gut geeignet. Wenn es auf einem Panzer montiert war, dann hat man diese Luftkühlung hier. Es hat ja hier so gebohrte Kühlschlitze im Lauf. Wenn es auf einem Panzer montiert wurde, hat man natürlich einen anderen Lauf verwendet, der besser gegen feindlichen Beschuss abgesichert war. So viel noch dazu. Verlassen wir hier diese Karte. Ich glaube, da ist echt sonst nichts mehr los. Ich schau mal, ob wir hier noch eine Zufallsbegegnung finden, die wir dann im nächsten Part machen. Und dann geht's weiter mit einer regulären Mission mal wieder. Aber bei Brandenburg, da war es ja vorhin so, da konnte ich irgendwie... Deutscher Herrensitz. Ja, da müssen wir offenbar auch noch hin. Bei Brandenburg war es halt so, dass dieses Szenario ja nochmal weg war und dann konnte ich hier keine Zufallsbegegnungen machen. Und das war ein bisschen schade. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt nochmal. Ja gut, Leute, diese Zufallsbegegnung, das müssen wir uns mal gerade mal angucken. Wenn wir Glück haben, sind das gar nicht so viele Soldaten. Oh, so ein Generatorhaus mit schön viel explosiven Fässern, ne? Können wir hier irgendwo von außen rein? Ne, können wir nicht, ne? Ach, wisst ihr was? Die machen wir auch noch schnell. Nur das mit den Gegenständen einsammeln, das mache ich dann offscreen. Zu Befehl! Oh, ich sehe eine Steigerung. Gucken, dass wir das alles hier schnell machen, dass Verstand. Wir schnell hier reinkommen. Subito. Komm, schau dich da mal um. Wird gemacht. Soldat. Das ist zu einfach. Da hast du schon einen entdeckt, okay. Gut zu wissen. Nimm den doch mal ins Visier. Und ich schließ mal hier so ein bisschen auf. Versprich Fortschritte. Komm, du kannst eigentlich echt mal gerade warten. Schauen wir mal, ob der Typ Günner entdeckt hat. Soldat, das ist zu einfach. Kaum hat ihn entdeckt und kriegt einen Interrupt. Das ist ja auch echt wieder ein Ding, ne? Ach, da unten geht's auch noch weiter. So, so. Oh, das ist auch alles höchst explosiv da unten. Upsala. Da hat irgendwas mit dem Schatten nicht ganz gestimmt. Nee, Kaum, du kannst da hocken bleiben. Da ist ja noch einer. Puh, das ist ja kein Gegner für mich. Warum hat das jetzt mit dem Scharfschützenmodus nicht geklappt? Das verstehe ich nicht. Wir werden uns alle töten. So, der Typ ist schon mal weg. Meine Position ist aufgeflogen. Ja, jetzt musst du nur gucken, wenn du da drauf schießt, könnte das gefährlich werden, ne?
Wenn man hart arbeitet, wird man auch besser. Weißt du was? Lass den Typen da drin ruhig mal sterben und guck, dass du da von diesen Fässern wegkommst. Zu Befehl! Okay. Der Feind kann mich sehen. Und du kannst den Feind sehen. Dafür habe ich mich nicht gemault. Meine Zeit ist gekommen. Mach die Tür wieder zu. Komm, du kannst das ruhig ein bisschen schneller machen. Bleib da hocken. Ja, gut, du guckst einfach mal nur so zum Fenster rein. Und Gary, du läufst mal hier hin. Sieht nicht so aus, als käme da irgendwas raus, ne? Wird Ende gemacht. Der Runde. Soldat, das ist zu das einfach. Fast gedacht, ne? So, dann nimm ihn mal ins Visier. Das ist kein echter Soldat. Gar kein Problem. Ja, komm, schieß mal auf ihn. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Sieht gut aus, ja. Nur jetzt hat er mich entdeckt. Das war nicht so gut. Ne. Okay. Uhuhu, da hat einer auf Günner geschossen von da oben. Und tuck. Wird gemacht. Was hat der da gehabt? Ah, ein M1 Karabiner, okay. So, Rocco, mach mal die Tür auf. Hallo. Buongiorno. Arbeiten hart, um besser zu werden. Comprendere. So, Günner, du läufst am besten auch hier rüber. Du versteckst dich wieder, Karm, und lauf mal vor. Approbazione. Das sieht aber nicht so aus, als ob es da gefährlich wäre für uns. Kenko, du läufst mal hier rein. Okay, dann mach die Tür wieder zu. Nur für den Fall, dass da einer kommt. Gary, du guckst hier hoch und wart schon mal noch so ein paar Schritte da hoch. So. Der Feind hat mich entdeckt. Und du hast den Feind entdeckt. Vorsicht! Du gibst grundlos deine Position preis. Il colpo buono. Du hast Soldato fast getötet. Du hast ihn komplett getötet. Gut, gut, Gary. Gut, gut. So, komm, dann schau doch nochmal hier runter, ob hier unten noch einer ist. Sieht nicht so aus. Nimm mal die Granate mit durch den Fußboden. Ah, der Colt liegt da auf der. Nee, dann warte mal. Approbazione. So, so. Rocco, du kommst mal nochmal hier mit Gary. Wie sieht's denn eigentlich so leveltechnisch aus? Auch alles relativ ähnlich, ne? Nur Günner ist mal wieder so ein bisschen hinterher.
Weil Gönner nicht so der intelligenteste ist, obwohl er eine Brille trägt, ne? Il nemico, das wird eine gute Übung. Ich bin jetzt mich gerade irritiert. Wer hat den jetzt entdeckt? War das der Rocco? Comprendere. Weißt du was, Rocco? Versuch's mal. Hohoho, exzellent. Eccellente. Nicht schlecht. Ist auch noch ein M1 Garant dabei. Warte mal gerade, wir können hier den Kampf beenden. Da ist ja kein Gegner mehr, denke ich. Gönner, nimm du mal den Colt noch mit. Komm runter. Kam, du nimmst den M1 Garand Rifle Clip mit. Und das M1 Garand kannst du auch noch gerade mitnehmen. Und zählen wir mal gerade nur dein Inventar. So, jetzt kannst du es auch mitnehmen. Eine Sten Mark 3, das homöostatische Pulver, das kann man da eigentlich liegen lassen. Ach, warte mal. Stimmt, das ist ja ein. Das ist ja ein Garand. Okay. Größe Ladestreifens 8. Das ist gar nicht mal schlecht, ne? M1 Garand. M1 Garand. Ja, wir nehmen nur die Munition mit, okay. Kengo, komm du nochmal gerade mit hoch, du kannst mal da oben gucken. Ah, die Spinnen sind auf, ne? Hart, um besser zu werden. Dann darfst du auch mal was machen. Vielleicht ist da ja eine Mine drin oder sowas. Da ist nix. Da ist noch eine... Oh, da ist nochmal so eine gute Mauser drin. Mit Halbautomatik, ne? Kurze Salve, 8 Aktionspunkte. Ich würde gerne mal wissen, warte mal, wir können da mal gerade, ich wollte da sowieso die ganze Zeit mal was testen, geh mal gerade zu Günner. Und gib dem Günner mal gerade hier die Mauser. Der Günner kann die nicht nehmen, weil er voll beladen ist. Und weil sein Inventar schlecht sortiert ist. So, nochmal. Also gib das mal dem Günner. Denn der Günner hat ja diese Sonderfertigkeit. Ich muss gerade schauen. Vertrautheit 0, Vertrautheit 1, okay. Dann nimm das da. Der Günner hat ja diese Sonderfertigkeit, dass kurze Salven bei ihm einen Schuss mehr abgeben. Jetzt würde ich gerne wissen, ob das auch für Pistolen gilt oder nur für Maschinengewehre. Weil er macht einen Schuss mehr, das heißt, er müsste eigentlich dreimal mit der Mauser schießen. Probier mal bitte. Das waren 3, oder? Das waren echt, das sind 3 Schüsse, ne? Krass. Geil. Weißt du was, Gönner? Du behältst die, glaube ich. Ich glaube, du behältst die. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Okay, Leute. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Auch, dass ihr bei dieser Zufallsbegegnung wieder dabei wart. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Im nächsten Part machen wir... wieder eine richtige Mission. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht's gut bis dahin. Tschüss.